Ja, die XXX-Gruppe, bekannt aus Film und Fernsehen, 19.000 Mitarbeitern in über 200 Einrichtungshäusern. Vielleicht spannend, dass auch zur XXX-Gruppe Möbelix und Mömax dazugehört. Wir haben Einrichtungshäuser von Schweden beginnend über Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien, ja, und Österreich und Deutschland ist eigentlich fast selbstverständlich. XXX hat bitte Karrieremöglichkeiten in allen Bereichen, in denen wir Tätigkeiten verrichten. Und das geht bei einem Möbelhandel sehr weit. Das beginnt bei der Logistik, geht über Restaurant, was man jetzt vielleicht nicht unmittelbar uns zuordnen würde. Natürlich dann in den Vertrieb, Verkauf, Marketing, IT, E-Commerce. Das sind so, würde ich mal sagen, die wesentlichsten Bereiche. Ich glaube, XXX-Lutz ist besonders spannend, natürlich immer auf der, durch die Größe. Also gerade für junge und, sage ich mal, jetzt gebildete Menschen, die was in ihrem Leben erreichen wollen, die brauchen eine große Firma, wo man was erreichen kann, wo es offene, ehrliche Aufstiegschancen gibt. Wir haben sehr, sehr viele tolle Karrieren, die bei uns im Haus stattgefunden haben. Und dazu nehmen wir uns auch ganz bewusst junge Menschen, die mit uns die Firma kennenlernen und nach oben wachsen. Den YPDler, der bei uns in den Bereichen arbeitet, und erwartet einmal vor allem, dass er sehr tief in die Materie einsteigt. Das geht im Marketingbereich, dass er mich selbst begleitet bei Produktionsmeetings, TV-Spot-Produktionen, aber natürlich auch strategische Meetings, wo es um die Ausrichtung der Marke geht, wo es um Budgetierung, Werbekontrollen geht. Im Vertrieb natürlich geht es Verkauf, Verkauf, Verkauf. Verkaufssteuerung, Mitarbeiterführung, das sind diese Bereiche, die direkt auf Geschäftsleitungsebene, und das ist spannend, weil man es ja gleich aus der Vogelperspektive sehen darf. Und im Bereich E-Commerce, ich glaube, ist fast selbstredend, man ist dabei, wie, mit welchen Mitteln wird ein E-Commerce-Geschäft betrieben, wie sucht man sich da die Kunden in dem Netz, weil das läuft alles dann digital über Google und. Also das sind sehr viele spannende Geschichten, die dort, könnte man jetzt gar nicht alle aufzählen. Wir erwarten, dass hier ein junger Mensch kommt, der offen ist, neugierig ist, lachen kann, aber natürlich auch ernst arbeiten kann, der mit uns dann auch direkt im Praktikum in sage ich mal, tägliche Arbeit einsteigen kann. Also wir haben uns auch heuer wieder entschieden, bei der YPT dabei zu sein. Mehrere Gründe. Das eine ist ein egoistischer Grund, weil man natürlich immer auch gute Kandidaten dabei hat, die man dann versucht, auch ins Unternehmen zu bekommen. Also wir haben den Stefan, mit dem wir noch wieder vorher im Kontakt sind, der vor 2 Jahren bei uns das Praktikum gemacht hat. Den wollen wir dann gerne haben, wenn er fertig ist. Der zweite, also neben dem egoistischen Grund, ist natürlich, dass wir jungen Leuten eine Chance geben wollen, auch praktisch Praxis kennenzulernen, einfach zu sehen, wie läuft der Hase. Und ich glaube, das ist auch unsere Verpflichtung, dass wir offen sind und vielleicht auch Leute in Dinge reinschnuppern lassen, die man vielleicht sonst einem nicht zeigen würde. Das heißt, man hat einen Blick hinter die Kulissen und das ehrlich, offen und interessant.